und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land 1.5. Ich bin endlich auf dem Weg mit meiner Poltergabel, die sich ja merkwürdigerweise auf meinem Hof versteckt hatte. Wenn ihr das sehen wollt, schaut in die Folge gestern rein. Vielen Dank an den Polizisten, den Freund und Helfer, der sie gefunden hat. Gemeinsam mit Herrn Diesel. Und somit kann ich dann jetzt endlich mal hoffentlich konzentriert einige Baumstämme aufladen. Und konzentriert ein paar Baumstämme aufladen. Hoffe ich. Weil mit der Palettengabel am Montag hat es ja nicht so gut geklappt. Was ja auch selbstverständlich ist. Ah, das sieht doch schon viel besser aus. Ich hätte vielleicht noch ein Gewicht mit dazu nehmen sollen. Aber man kann nicht alles haben. Jetzt gucken wir mal, wie gut wir mit der Poltergabel ohne Gewicht zurechtkommen. Und dann... Ja, das war doch schon wieder richtig profimäßig hier. Zwei Stämme auf einmal. So gefällt mir das. Ja, das war nichts. Bisschen tiefer. Gut. Ja, ich muss halt aufpassen, wenn ich die Stämme zu hoch nehme, dann schwankt der Trecker mal gerne. Das ist klar, hoher Schwerpunkt ist natürlich nicht so ideal. Aber ich denke, wir kriegen das ganz gut hin. Ich habe ja ein bisschen Erfahrung damit schon gesammelt. Damals auf der in Schwatzingen. Und natürlich hier auch schon in der, auf dem Grünfelder Land. Und Erfahrung ist in dem Forst einfach so viel wert. Damit läuft das Ganze einfach ein bisschen geschmeidiger. So, dann nehmen wir uns mal den Stapel hier noch vor.
meine, ich habe jetzt tatsächlich schon einiges an Holz hier abgeerntet. Und es ist gar nicht mal so schlecht. Wunderbar. Nächster Stamm hier drauf. Es ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, wir kriegen hier gut zwei Ladungen auf jeden Fall raus aus dem Wald. Mit denen, die ich jetzt schon mal gefällt habe. Vielleicht sind es sogar drei Ladungen. Müssen wir mal gucken. Zwei werden es aber auf jeden Fall sein. Und eine davon kommt definitiv ins Sägewerk. Mal gucken, ob wir ob wir in den Hacker dann noch welche einfüllen. Wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall die Holzscheitelproduktion in Betrieb nehmen. Weil die soll mir ja Geld bringen. So war der eigentlich der Plan, weshalb ich die überhaupt gekauft habe. Da geht aber viel drauf, ey. Also ich bin ziemlich zufrieden mit dem John Deere hier. Der macht einen guten Job. Ist schwer genug, sodass wir eigentlich da kaum Probleme haben. Nicht zu viel schwanken. Alles in Ordnung. Das machen vielleicht auch die Radgewichte. So viel wie Gewicht wie geht auf der Hinterachse, das ist wichtig. So, vielleicht gucke ich mal, dass ich von der anderen Seite jetzt welche lade. Weil, ups. Der hintere Teil vom Anhänger ist schon ziemlich hoch beladen. Das war nichts. Dass wir hier die Höhe wieder ein bisschen ausgleichen.
Das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel für den JD. Oder? Kriegen wir das? Ne, kriegen wir nicht. Kein Problem, kein Problem. Dass man nur einen Stamm pro Ladung oder pro Ding hier verladen müssen. Da müssen wir einfach ein bisschen schneller arbeiten. Kriegen wir auch gut hin. Bin völlig zufrieden mit der Geschwindigkeit. Haben jetzt gleich einen Anhänger voll verladen. Nein. Opa. Ein Anhänger voll verladen. Ach, was ist denn jetzt los? Hallo, stopp. Ich guck mal, wie viel ich da noch drauf mache. Je weniger ich fahren muss, desto besser eigentlich. Von dem her würde ich eigentlich schon gerne relativ voll laden. Auch mit dem Risiko, dass der Polizist vorbeikommt und behauptet, dass wir überladen sind. Was dann durchaus möglich sein könnte. Ganze Menge hier schon weggeladen. Nein, bleib drauf, bleib drauf, bleib drauf, bitte, 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 bitte. Ja, super. So. Jawohl. Dann schiebt man gerade mal von vorne noch ein bisschen drauf. Und dann passt der auch. Geh noch 3-4 Stämme, geh noch drauf. Ist gut. Das machen wir auch. Aber ich muss feststellen, die haben dieses Mal den Trecker noch nicht auf die Seite gelegt. Sehr gut. Die Erfahrung macht sich bezahlt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Leute. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.